Hey Leute, was geht? Onkel Mo wieder hier am Start. Immer das Thema, bitte Mo, mach mal jetzt dieses Video. Wir wollen es endlich mal sehen. Was sind die 5 besten Star-Powern? Wir haben letztes Mal die 5 besten Brawler euch vorgestellt. Und natürlich zu den 5 besten Brawlers machen wir auch die 5 besten Star-Powern, Leute. Gerne. Wenn ihr so Ideen habt oder so Vorschläge habt, Videoideen, in den Chat kommen oder unter die Kommentare schreiben, kriegen wir hin. So, bevor wir das Video starten, Leute, habe ich eine Sache, die mir persönlich wichtig ist. Mir gefällt das. Ich feiere das mega. Bitte schreibt auch eure 5 besten Star-Powern in die Kommentare rein. Einfach wirklich, Leute, ganz kurz und knapp und trocken. 1, Crow, 2. Star-Power. Ja? Wenn ihr wollt, könnt ihr noch schreiben, wieso, weshalb, warum, braucht ihr nicht. Aber einfach eure Reihenfolge. 1, Crow, 2, Chester, 1. Star-Power, 2. Star-Power. Das überlasse ich euch in Klammern. 1, also ihr macht quasi eine 1, ja? Ihr macht eine 1, dann Minus, dann schreibt ihr Chester und dann in Klammern 1. Star Power Fan. Reicht mir schon. Ich will das wissen. Interessiert mich. Ich will wissen, wie ihr denkt, wie ihr tickt. Würde mich sehr interessieren. Ja? So, wir machen die 5 besten Star Powern in Brawl Stars. Wir fangen an mit Platz 5. Platz 5 ist Crow. Crow hat eine wirklich sehr underrated Star Power. Ja? Viele nehmen das gar nicht ernst, aber Leute, das kann euch manchmal wirklich den Popo retten. Und das werde ich euch jetzt auch zeigen. Es geht um die Star Power. Crows Gift schwächt Gegner, wodurch sie 25% weniger Damage verursachen. Leute, das ist der Wahnsinn. Aber ihr werdet es jetzt sehen und verstehen. Das kann manchmal wirklich spielentscheidend sein, ja? Ich habe 3300 Damage kassiert. Wenn ich jetzt den lieben Tado einmal gleich quasi berühre mit Gift, das werden wir jetzt machen. So. Leute, so, wir heilen uns nochmal. So, Tado hat den Big Shot, ihr seht es, ja. Wir berühren ihn jetzt einmal. Tado, mach mal Big Shot. Leute, 2475. Ich habe 825 weniger Damage bekommen. 825 weniger Damage. Ja, dieses Gift geht 4 Sekunden. 2, also 1, 2, 3, 4. Mach mal Big Shot. Ich bin nicht gestorben. Die Star Power hat mich am Leben gehalten, hat mich gecarried. Wahnsinnig gut, wahnsinnig underrated, super Star Power, Crows Star Power, wo man 25% weniger Schaden erleidet. Platz 5, der besten Star Power. Kommen wir zu Platz 4. Dieser Brawler, also diese Star Power ist eigentlich so gut geworden, weil dieser Brawler das Reload Gear bekommen hat. So, Brock hat das epische Gear, ist ein episches Gear, 15% schnelleres Nachladen. Diese Star Power heißt Rakete Nummer 4. Brock ist durch diese Star Power ein sehr guter Brawler geworden. Einfach, weil ihr durchgehend wirklich Schüsse habt. Das ist der Wahnsinn. Ich will es euch ja mal zeigen. So, wir schießen mal. So. Also Leute, ihr merkt es schon. Ja. Ihr merkt schon, ey, der hat ja immer noch Schüsse, ne? Also ihr merkt es. So, und dann hört ihr kurz auf. Dann hört ihr kurz auf, geht kurz ein paar Sekunden zurück. Und ihr habt wieder 4 Schüsse. Unglaublich gute Star Power. Wirklich wahnsinnig gute Star Power. Mit dem Reload Gear. Ohne Reload Gear ist diese Star Power nicht so, also hat sie nicht so viel Impact. Ja, ist sie nicht so gut. Aber mit dem Reload Gear ist diese Star Power wirklich sehr, sehr stark. Brock auf Platz 4 der besten Star Power. So, Leute, Platz 3 ist wirklich eine sehr, sehr gute Star Power. Ich muss das sagen. Tado, irgendwie, alle Star Power sind irgendwie gut. Kann das sein? Auf jeden Fall. Es gibt eigentlich keine Star Power, die schlecht ist, würde ich sagen. Kommen wir zu Platz 3 der besten Star Power in Brawl Stars. Es geht um den Brawler Otis. Otis, Leute, ist wirklich ein sehr starker Brawler. Dieser Brawler wird stark durch seine 2. Star Power. Normalerweise ist es so, also mit der 1. Star Power, ja, die ihr habt, habt ihr nur 3 Tintenschüsse. Ich zeige euch das einmal. Genau, ihr habt es gesehen, 3x670. Mit der 2. Star Power, und das wissen viele nicht, ja, da gibt es so ein geheim, ja, also das ist so ein Secret, würde ich sagen, so ein Geheimnis. Das wissen die Pros. Mit der 4, also mit dieser Star Power habt ihr erstmal 4 Schüsse. Genau, ihr habt es gesehen, 4x660. Und die letzte Tinte fliegt, also hat ein bisschen mehr Range. Das wissen viele gar nicht. Seht ihr das? Es ist wichtig. Oder die erste in dem Fall, die erste oder die vierte. Aber ihr habt eine Tinte mehr. Und diese Star Power, Leute, ihr habt ein quasi, durch diese Star Power habt ihr 4 Hits. Also ein Hit pro Slot mehr. Ja, das heißt, ihr kriegt eure Ulti schneller. Und wenn ihr Ulti habt, ja, mit diesem Brawler, Leute, dann ist sowieso vorbei. Also ihr wisst es. Und dann habt ihr nochmal Ulti. Ist der Wahnsinn. Ja, diese Star Power, sehr, sehr OP. Unglaublich gute Star Power. Und
Der Vorteil bei dieser Star Power ist, man hat sie sofort. Man muss nicht seine Ulti dafür haben. Ja, also die Voraussetzung ist nicht die Ulti oder so. Es gibt ein paar Star Powern. Dafür braucht man erst seine Ulti. Bei Otis ist es nicht so. Bei Crow ist es nicht so. Bei Brock ist es nicht so. Bei Otis ist es auch nicht so. Und kommen wir zu Platz 2. Bei diesem Brawler ist es auch nicht so. Dieser Brawler hat es quasi durch die Star Power. Es geht um Griff. So ein guter Brawler. Zweitbeste Star Power im Spiel. Ich verstehe nicht, warum das nicht genervt worden ist. Leute, wenn ich gegen Griff spiele, ich habe das Gefühl, der stirbt nie. Ihr kennt es ja mittlerweile. Leute, guckt es euch an. Ich erleide Schaden und heile mich. Guckt es euch an. Ich sterbe einfach nicht. Wie lange ich einfach brauche, dass ich sterbe. Ich sterbe nicht. Guckt euch diese Star Power an. Ich bin immer noch nicht tot. Wahnsinn. Ich sterbe einfach. Ey, Digga, wann sterbe ich denn? Jetzt mal no joke. Wann sterbe ich denn hier? Ich sterbe nicht. Guckt es euch an. Er will einfach nicht sterben. Ich habe auch keinen Bock mehr. Ich gehe jetzt hier raus. Ja, ich gehe jetzt hier raus. So, wir nehmen mal die andere Star Power. Ganz kurze Info zu dieser Star Power. Die ist nicht schlecht, diese Star Power. Die erste. Diese Star Power würde ich euch empfehlen auf Maps, wo ihr wisst, da sind viele Tanks. Ja, auf Heist. Auf Heist unbedingt diese Star Power spielen. Würde ich euch empfehlen. Wir gehen nochmal rein und jetzt guck mal, wie schnell ich sterbe. Dass ihr so einen Vergleich habt. So gute Star Power auch, ne, dass ihr schneller schießt. Guckt es euch an, Leute. Ihr werdet es sofort im Vergleich merken, wie schnell ich sterbe. Ja. Gut. Ja, also so heftig ist diese Star Power. Wirklich zu stark. Tado, eine Frage zu dieser Star Power. Ist diese Star Power unfair oder zu stark? Muss es genervt werden, deiner Meinung nach? Ja, also die Star Power schon, aber dadurch, dass Griff ja genervt wurde, relativiert sich das wieder so ein bisschen. Okay, aber die Star Power an sich, wie findest du die? Findest du die OP? Ja, ist auf jeden Fall super, super stark, ja. Leute, Griff, Platz 2. Kommen wir zu Platz 1. Ja, Platz 1 war auch der beste Brawler. Warum ist er der beste Brawler? Durch die Star Power, natürlich, ja. Es geht um die Star Power, rockende Glocken. Durch diese Star Power hat Chester statt 3 Glocken 4 Glocken. Und diese vierte Glocke tut weh. Die zeige ich euch jetzt mal. Also Tanks können nach Hause gehen. Jackie, Primo, Mortis sowieso, der braucht gar nicht zu kommen. Erste Glocke, zweite Glocke, dritte Glocke. Und jetzt guckt auf den Damage. Das macht jetzt die Star Power, diese vierte Glocke. Guckt auf den Damage. 4320. 4320, Digga. Ja, also nochmal. Wir zeigen es nochmal. 2, 3, 4000. Und wenn ihr so ein Mortis seid, ja, gegen einen guten Chester, der das Spiel versteht, der den Brawler kennt. Ich kann euch jetzt einmal zeigen. Hallo, du hast die Ehre, Mortis zu nehmen. Leute, bei Chester ganz klar, erste Star Power, erstes Gadget, ganz klar. Kurzer Pro-Tipp. Guckt mal mit Chester, welche Glocken, wie viele Glocken ihr habt. Das seht ihr an der Breite. Das ist eine Glocke, das ist 2 Glocken, das ist 3 Glocken und das ist 4 Glocken. So, kommen wir jetzt einmal zu Mortis. So, Mortis, hol dir mal die Ulti. Leute, wir geben ihn, Leute. Wir wollen schon ein bisschen ernst machen. So, er soll sich einmal die Ulti holen. Kannst mich ruhig töten, das, oder warte kurz. Geht schneller. So, er hat die Ulti. Und ich hatte noch Dings, die dritte und vierte Glocke, statt die zweite und dritte. Wir machen es nochmal. So, das wäre die richtige Glocke. So, dash mich mal bitte. Leute, das ist so OP. Er kriegt mich einfach nicht RIP. Ja, und ich habe noch nicht mal Shield Gear gehabt, ne? Obwohl doch, Shield Gear ist da. Komm mal nochmal, Tado. Ja, der kann nach Hause gehen. Er kann nach Hause gehen. So, wichtig ist ja, dass wir die zweite, dritte und die vierte Glocke haben, ja? Die geht schnell raus. Tado, nochmal bitte einmal versuchen. Komm, einmal zu killen. Und, hast du mich mit Ulti berührt, Jane? Du hast dich geheilt auch, ne? Ja. Leute, passt. Unglaublich gut. Zu viel Damage. Wirklich so eine gute Star Power, ja? Ich zeige es euch nochmal. Warte mal kurz, Tado. So, einmal der Schuss raus, Leute. Ich zeige euch nochmal. So, wir gehen in den Mortis rein. 1, 2, bye bye. Wahnsinnig gut. Einmal Trickshot. Klappt er. Oh, let's go, Leute. Let's go. Okay, machen wir noch kurz das Tor. Also, wir können es euch nochmal zeigen. So, ich zeige es nochmal. So, wahnsinnig stark, diese Star Power. Verdient auf Platz 1. Diese Star Power macht den Brawler so broken. Das waren die 5 besten Star Power in Brawl Stars. Bevor ihr ein Like da lasst, ja, natürlich, lasst ein Like da, würde ich mich freuen, ja. Bitte schreibt mal in die Kommentare eure Top 5 Star Power. Interessiert mich mega. Würde ich mich freuen. Wir sagen wieder Danke mit Tado. Tado, danke, dass du da warst, Bro. Gerne doch, gerne wieder. So, okay, Leute, das waren die 5 besten Star Power mit Tado. Leute, Tado hat sich echt viel Mühe gemacht. Wir sind vieles durchgegangen. Tado ist wieder, ihr wisst es, bei sowas am Carryen.
Er sagt Mo so und so, das muss so und sein. Leute, sein Brain ist einfach wirklich crazy. Ja, ich sag danke, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Habt einen schönen Tag. Bleibt gesund, bleibt cool. Wir sehen uns in den Streams. Bye, peace, Onkel Mo.